Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des BWL-Podcasts. Heute mit Jonas Steg und David Döbele. Jonas, schön, dass du heute mit dabei bist. David, es freut mich sehr, dass wir heute über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen. Und zwar, dass das Leben nicht fair ist. Das Leben ist sogar sehr unfair an den meisten Stellen. Und das merken wir auch immer sehr, sehr stark, dass sich aber leider viele Leute daran so ein bisschen aufhängen und anstatt das so ein bisschen zu akzeptieren und damit im Okay zu sein, ist praktisch das ein Antrieb für sie, sich darüber aufzuregen, warum das denn so unfair ist. Ich gebe mal ein Beispiel, ne, gerade im BWL-Kosmos mit von Leuten, die vielleicht das Ziel haben, Strategieberatung, Investment Banking, Private Equity. Das sind sehr geschlossene Branchen, historisch eigentlich super schwierig, auch überhaupt Insights zu bekommen. Das ist erst super neu, dass man irgendwie auf YouTube gehen kann und da irgendwas überhaupt zu bekommen. Dementsprechend Informationen viel über gewisse Netzwerke, vielleicht gewisse Privatunis und so weiter und so fort. Das heißt, da kommt man zum einen rein, wenn man bereit ist, Geld zu bezahlen, zum anderen, wenn man entsprechend in entsprechende Familien reingeboren wurde, die das entsprechende Netzwerk haben. Ist das fair? Nee, das Nee. ist total unfair. Ist es fair, dass die Leute dann eher das Praktikum bekommen, weil sie vielleicht eine Connection über irgendeinen Sport oder sowas hatten? Nee, es ist natürlich nicht fair, weil sie haben das nicht über die eigentlichen Fähigkeiten bekommen, sondern über eine Verbindung, die ihnen teils vielleicht schon mit ihrer Geburt mit auf den Weg gegeben wurde. Ja. So, das ist natürlich unfair. Und natürlich ist es im Zweifel auch zum Beispiel noch unfair, dass es unser Coaching, dass man dafür Geld bezahlen muss. Natürlich ist das unfair vielleicht gegenüber einer Person, die das Geld irgendwie partout nicht, noch nicht aufbringen kann. So, das ist unfair. Klar, alles ist, das Leben ist einfach unfair. Und das muss man für sich realisieren. Und man kann jetzt hingehen und sich darüber voll aufregen und jedem erzählen, das ist ja voll unfair. Oder man kann aufhören, so eine Memme zu sein und das akzeptieren und daran arbeiten, was man in seinen Möglichkeiten hat. Und man hat brutal viele Möglichkeiten heutzutage. Das ist nicht mehr wie vor Also vor 10, 400 20. Jahren oder so, wenn du da nicht Ja. als Kind von irgendeinem Adelsgeschlecht geboren warst, sondern als fünfter Sohn von irgendeinem Tagelöhner, da war es wirklich unfair. So, das war wirklich extrem unfair und da hätte schon sehr, 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 sehr viel passieren müssen, dass du auch nur ansatzweise, ansatzweise ein ordentliches Leben führen kannst. Ist heutzutage nicht mehr so. Heutzutage, selbst wenn du, natürlich, ne, wir wollen jetzt absolut nicht sagen, es gibt auf der ganzen Welt Chancengleichheit oder sonst so ein Quatsch, weil das gibt es auf jeden Fall nicht. Aber wenn du in der Lage bist, hier diesen Podcast ja anzuhören, so, dann verstehst du irgendwie die deutsche Sprache, hast irgendwie die Möglichkeit, Internet zu benutzen, irgendwie einen Computer zu benutzen. Und natürlich gibt es viele Einzelfälle, wo du trotzdem aufgrund von gesundheitlichen, familiären Themen und so weiter und so fort vielleicht auch nicht alles wahrnehmen kannst, worüber wir hier sprechen. Aber für viele von euch, die herumholen und sagen, das ist so unfair, gibt es eine unfassbar breite Menge an verschiedenen Sachen, die ihr wahrnehmen könnt, um eure Situation sehr schnell, sehr drastisch zu verbessern. Ja, und es wird alles mehr helfen, als rumzuheulen. Also dementsprechend kann man halt, es gibt halt Möglichkeiten. Und es gibt definitiv, gerade heutzutage gibt es die Möglichkeit, anhand von den Informationen, die man bekommen kann, die man sich vielleicht auch dazu holen kann über ein Programm wie unseres, dass man diese Nachteile, die de facto irgendwie existieren, die man vielleicht hat gegenüber anderen Personen, es gibt immer Leute, die sind da viel, viel besser aufgestellt, die kann man halt einfach aufholen. Und das ist halt das Coole daran, wenn man sich halt aber auch darauf fokussiert und nicht darauf fokussiert, irgendwie da rumzubitchen, sondern sich darauf fokussiert, halt wirklich diese Schritte zu machen und wirklich sich die Frage stellt, was sind die Sachen, die ich jetzt machen kann, um meine Ziele zu erreichen, um die schnellstmöglich zu erreichen? Was steht in meiner Macht, was ich jetzt ändern kann, um das zu packen? Und da wird dir in aller Regel, wird dir da eine Menge auffallen, eine Menge einfallen von Sachen, die du machen kannst. Und auf die solltest du dich konzentrieren und die solltest du dann auch Tag für Tag irgendwie dran arbeiten. Ja, aber ich sag dir mal eine Sache, jeder fühlt sich unfair behandelt. Auch die Leute, du bist gerade in einer Situation, schaust du irgendeinem anderen, sagst du, das ist so unfair, dass die Person das und das hat. Diese Person wird genauso Leute haben, zu denen sie dann wiederum sagt, das ist doch so unfair. Ja. Ne, selbst irgendwie ein Multimilliardär
wird sich wahrscheinlich vielleicht sogar öfters unfair behandelt fühlen, als du dich unfair behandelt fühlst, weil er sagt, es ist doch unfair, dass ich so viel Steuern zahlen muss, es ist unfair, dass sie und die Nachrichtenagentur schlecht über mich berichtet hat, es ist unfair, dass in einer meiner Unternehmen das und das jetzt gerade passiert ist oder sonst was, es ist unfair, dass die und die Behörde jetzt das und das gerade gemacht hat. Jeder fühlt sich die ganze Zeit unfair behandelt. Aber es gibt halt die Menschen, die sagen, ja okay, ist jetzt halt ein bisschen blöd so, ne? Aber gehört dazu, gucken wir nach einer Lösung. Und es gibt halt die Leute, die sagen, ja, ist unfair, unfair, unfair. Aber nichts dagegen tun, irgendwie sich zu verbessern. Und du musst halt immer das Positive sehen. Du solltest jetzt nie dich auch zu krass mit anderen Leuten vergleichen, sondern einfach schauen, dass du dich verbesserst mit deiner Situation, mit deiner Lage. Und das ist halt eine Sache, das können wir dir, wenn du sagst, okay, du möchtest Erfolg erzielen, so in diesem BWL-Karriere-Universum, können wir dir halt sehr, sehr gut ermöglichen, oder wie siehst du das, Jonas? Ja, also ich meine, wir sind ja dann letztendlich irgendwie auch, was uns mittlerweile ja auch gerne mal gesagt wird, unfairer Vorteil. Unfairer, ne? Vorteil, das ist ja unfair. Bei uns kriegen die Leute, die schlechtere Noten haben und jünger sind, bessere Praktika, die Pumpkin-Leute nehmen uns die Praktikumsplätze weg, das ist so unfair. Nee, das ist, ja, vielleicht ist es unfair, aber ja, die sind halt auch smart, wenn die bei uns dabei sind. Ja, eben, ist unfair, aber du bist halt vielleicht auch irgendwie dann weniger schlau gewesen im Zuge dessen, weil nur weil du vielleicht bessere Noten hast oder so, heißt es halt noch lange nicht, dass du den Rest irgendwie auch optimiert hast. Und natürlich ist das unfair, es ist ein unfairer Vorteil, aber das Leben davor war noch unfairer. Ja, weil das schon ein bisschen fairer. Das musst du mal realisieren. Wenn du dir de facto immer noch unsere Reports anschaust, und das ist ja jetzt in der kurzen Zeit, also so lange gibt es uns ja auch noch nicht, ist da jetzt kaum Uni-Vielfalt reingekommen, sondern du hast irgendwie eine Uni, die auf Master-Level 40% der IB-Einsteiger stellt. So, und natürlich kannst du jetzt sagen, es gibt keine Target-Universitäten. Natürlich gibt es die. Und natürlich gibt es da Leute, die offensichtlich im Durchschnitt irgendwie vielleicht früher informiert waren und früher wussten, wo sie hin wollen. Dementsprechend sind sie an gewisse Universitäten gegangen und dementsprechend haben sie dann einen Vorteil. So, der Vorteil hatte ich aber in der Vergangenheit viel, viel mehr Geld nochmal gekostet, an diese Uni zu gehen, wie dass du jetzt halt bei uns dabei sein kannst. Das ist halt der Grund, warum das so viele nutzen, das ist der Grund, warum das auch so gut funktioniert, weil wir die Leute, die wirklich alles rausholen wollen, die nicht irgendwie sagen, sondern die wirklich für sich sagen, hey, ich weiß, wo ich aktuell stehe und ich versuche jetzt alles für mich rauszuholen, das sind die Leute, die zu uns kommen und deswegen erzielen die auch so gute Erfolge. Weil sie sich das halt auch bis zu einem gewissen Grad irgendwie eingestanden haben, dass sie da einen Aufholbedarf sehen und nicht versucht haben, das Spiel zu ändern, sondern die Regel akzeptiert haben und Schritt für Schritt das optimiert haben, was sie machen können. Und da ist halt eine Teilnahme bei uns was sehr, sehr sinnvoll ist und offensichtlich sehr, sehr gut funktioniert. Ja. Von dem her, wenn du da dabei sein möchtest, wenn du dir einen unfairen Vorteil in einer noch viel unfaireren Welt sichern möchtest, wir sind schon der Meinung, dass es ziemlich fair ist, was wir anbieten, weil da eigentlich so wie jeder teilnehmen kann, auch der die Motivation besitzt. Das muss natürlich gegeben sein, das ist natürlich unfair, dass manche Leute nicht mit Motivation gesegnet sind, aber so ist dann halt einfach. Dann bewirb dich doch einfach mal bei uns, einfach auf den Link gehen, den du in der Beschreibung findest oder den du ja findest, wenn du einfach mal nach Pumpkin Careers im Internet zum Beispiel suchst und dich da einfach mal bewerben und dann können wir uns angucken und gegebenenfalls in eine Zusammenarbeit mit dir starten. Ja, ja. Das war's mit der Folge. Nicht rumheulen. Nicht beschweren, dass andere Leute ein viel faireres Leben haben, sondern einfach dafür sorgen, dass du selbst alle möglichen Vorteile nutzt, weil die Welt ist nicht fair und je früher du das kapierst, desto besser. Von dem her, ja, wir freuen uns auf deine Bewerbung und dann bis zur nächsten Folge. Viele Grüße.